Herzlich willkommen zu einem neuen Underwater Tackle Tutorial. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den doppelten Grinnerknoten bindet. Der ist besonders gut geeignet, um zwei verschiedene Schnüre miteinander zu verbinden. Zum Beispiel euer Fluorocarbon-Vorfach mit eurer geflochtenen Hauptschnur. Und so funktioniert das Ganze. Ich habe hier mal wieder meine Schnürsenkel benutzt. Das weiße Schnürsenkel ist mein Fluorocarbon-Vorfach. Und dieser hellblaue Schnürsenkel ist meine geflochtene Hauptschnur und die will ich jetzt beide miteinander verbinden. So, und jetzt legt ihr hier beide Schnüre großzügig parallel, das heißt großzügig im Sinne von mit viel Überstand, weil ihr braucht auch Platz zum Binden. Das heißt, hier haben wir unser Fluorocarbon-Vorfach, hier haben wir die geflochtene Hauptschnur. Ich nehme die geflochtene Hauptschnur und lege mir jetzt neben dem Fluorocarbon-Vorfach eine Schlaufe hier. So, jetzt sieht das Ganze erstmal so aus. Nächster Schritt ist, ich nehme das Ende der geflochtenen und schiebe sie unter beide hindurch. So, jetzt haben wir hier eine Schlaufe und hier das Ende. Und jetzt müssen wir nur noch dieses Ende durch die Schlaufe hier jetzt gleich ziehen und um diese beiden Schnüre rumwickeln. Und das 8-mal. Also, ich gehe hier mit dem geflochtenen Ende einmal hier durch und schiebe es darunter und nochmal und so weiter und so fort. Das mache ich jetzt ungefähr 8-mal. Mit dem Schnürsenkel mache ich das jetzt weniger. So 4-mal, glaube ich. Noch einmal, 5-mal. Und lasse das jetzt. Das soll hier euch nur zeigen, wie es geht. Und jetzt ziehe ich das Ganze zu. So, natürlich vorher anfeuchten nicht vergessen. Das mache ich wie immer nicht mit dem Schnürsenkel. Schnappt euch hier das Geflochtene und hier die Geschichte und zieht das Ganze einmal langsam aber sicher zu und fest. So, dann habt ihr einmal den einen Knoten. So, das sieht jetzt so aus. Und jetzt habe ich hier auch noch genügend Überstand von dem Fluorocarbon-Vorfach. Und jetzt mache ich das gleiche mit dem Fluorocarbon-Vorfach. Ich lege es hier wieder neben meine geflochtene, lege mir wieder eine Schlaufe. So, habe ich hier dieses Auge. Jetzt nehme ich das Ende des Fluorocarbon-Vorfaches und schiebe es unter den beiden Schnüren hindurch. Und jetzt wickle ich das Ganze wieder hier um die beiden Schnüre 8-mal rum. In diesem Falle mache ich es nicht so häufig. So, 1, 2, 3, 4-mal reicht, um es zu zeigen. Ihr zieht wieder fest. So. Und jetzt, anfeuchten natürlich nicht vergessen, zieht ihr an beiden Enden langsam die beiden Knoten zusammen, bis sie aufeinandertreffen. Und jetzt zieht ihr nochmal richtig ordentlich fest, damit da nichts mehr aufflutscht. Und so habt ihr wunderbar geflochtene mit eurem Fluorocarbon-Vorfach verbunden. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, schneidet die Enden hier ab, die überstehenden Enden. Denkt dran, nicht komplett am Knoten abschneiden. Lasst immer ein paar Millimeter Überstand, sodass unter Zug euch das Ganze nicht noch aufgeht. Das war's, der doppelte Grinnerknoten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, beziehungsweise ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Abo da, ein Like da auf dem Video. Wenn ihr Inspirationen, Ideen habt, schmeißt es mir in die Kommentare, lasst es mich wissen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine Tightline am Wasser. Viel Spaß beim Angeln. Beste Grüße, euer Underwater Tackle Team. Bye, bye.